Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. Ja, das letzte Rennen konnten wir mal wieder gewinnen und zwar dazu noch ein Doppelsieg. Auch wenn es sehr schwierig war, vor allem mit dem Matteo, weil ja da die Regenreifen am Ende kaputt waren und wir auf Intermediates dann am Ende doch noch so ein, zwei Leute überholt haben. Ja, im Qualifying stand es auch so. Also wir haben genau diese Position Ziel gerettet. Also ein schöner Start-Ziel-Sieg, den wir diese Saison geholt haben. Das ist unser dritter Sieg von Reinders, der ihr auch auf Platz 2 verhilft. Mit einem Punkt Rückstand auf Garcia. Ja, ein schöner Dreikampf, jetzt in den letzten paar Rennen vermutlich laufen wird. Auch wenn wir vermutlich die, so gesehen, Außenseiter sind. Aber mal schauen. Also Platz 3 ist sehr wahrscheinlich, dass wir den definitiv halten. Was wir jetzt versuchen müssen, ist, glaube ich, Rosini und ich und Panther, dass Steinmann diese Saison keinen einzigen Sieg holt. Das ist das Einzige. So, wir wechseln mal unser Team wieder aus. Ich glaube, ein Fehler war letztes Mal, da war der hintere Heber. Nee, du kommst nach vorne, weil du kannst auch Reifen wechseln. Wir brauchen nämlich Reifenwechsler. Suchst du da hin, dann brauchen wir einen, der... Du kannst Auto vorne heben, das ist ganz toll. Ich habe so viele Vorderheber, die brauche ich gar nicht so viele. Okay, jetzt hat der eine nur einmal gemacht, ne, also von daher. Aber dafür hat er dann viel. Gewächshoch 100% für hinten heben. Perfekt, unser Team ist wieder komplett aufgestellt. Ja, neue Leute brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr, die kann ich alle ablehnen, mal. Ich bin zufrieden mit meinem Team, Boxenteam. Kann man nichts gegen sagen. So, und das ist ein Interview. Alle Achtung, ein Doppelsieg. Das muss man für sie ein Traumwochenende gewesen sein. Worin lag das Geheimnis? Das Team ist erste Klasse. Zack. Einfach mal unsere eigene Position ein bisschen gestärkt. So, Auto verbessert oder wieder repariert. Plus... Ist noch nicht abgegradet, okay. So, was kriegen wir denn? Wow. Ein nicht sehr gutes Angebot. So, jetzt ist das nächste Getriebe fertig. Ich weiß gar nicht, konnten wir noch ein Getriebe bauen oder war es jetzt mit Getriebe sogar? Das war... Okay, das war es mit dieser Saison mit Getriebe. Jetzt kommen wir zu den illegalen Motoren diese Saison. Da müssen wir ordentlich noch angreifen. Damit wir nächste Saison einen starken Motor haben. So, 10 Tage davor, ja, danach kann ich das Getriebe da reinhämmern. Und dann hätten wir auch ein neues Getriebe dann, das so finde ich was legal ist. Also von daher gar nicht so übel. Also wir haben nochmal 2 Sponsoren. 1,5 Millionen, ja, nehmen wir an. Die können wir immer gebrauchen. Diese Saison bleiben wir schön eigentlich in dem Geld immer so im guten Plusbereich. Letzte Saison war es komplett anders. Von daher sehr gut. Kombina gewinnt wieder ein Rennen. Gar nicht, die hat sogar noch Chancen auf den Fahrertitel, also nicht schlecht, ne? Nur Oliveira, ein sommerlich teurer Fahrer, kriegt es nicht hin. Also, ZRT, okay. Da sind 59 Punkte Vorsprung. Also der Zweikampf danach am Villan ist Eastwood und Predator und McNeil, die alle um Platz 2 noch kämpfen. Und hier ist Archer. Oh, Archer verliert langsam Punkte. Gegen Locatelli, also da ist noch doch nicht ganz entschieden. Unser Wagen. Wir haben den zweitstärksten Wagen. Da haben wir den Motor. Oh, das wird interessant, wenn wir jetzt den neuen Motor einbauen. Kann es sein, dass wir definitiv fast schon die stärksten sind nächste Saison? Dann heißt es, müssen nächste Saison den Titel holen. Oh, jetzt habe ich was vergessen. Ich hoffe, wie weit schafft ihr das? Ja, oh, locker. Schaffen sie locker. Der Matthias für das Kochbuch. Warum hast du jetzt seine... Ach, Fitness, okay. Das Kochbuch ist die Fitness weggegangen. Das ist natürlich doof. Boxenstopp-Training, also... Alle Boxenmechaniker brauchen einen Wert, keine Auswirkung.
Nicht was das Geld angeht, aber wir haben schon das beste Boxenteam. Was wollen wir das noch verbessern? Nee, stimmt. Firebird hat es auch mal geschafft, ne? Firebird fährt doch auch hier. Oder ist Firebird mittlerweile abgestiegen? Ne, Firebird, stimmt. Firebird hat es auch geschafft aus der untersten Liga. Wäre also ZRT das dritte Team, das es schaffen würde. So, der nächste Motor. 60, 35 und noch 45. Und danach haben wir plus 50. Also motormäßig sind wir definitiv gut aufgestellt. Und danach müssten wir auch so gesehen nichts an Leistung großartig. Also wenn das fertig ist, haben wir nur noch Leistungs-Upgrades. Aufhängung sind wir komplett fertig. Hier und Heckflügel haben wir komplett fertig. Getriebe müssen wir noch. Frontflügel müssen wir noch ein bisschen damit reinhängen. Das war ziemlich viel, das hochgegangen ist. Hey, auf zum Wagen. Lass das doch da, wo es ist. 93%. So, Getriebe wird eingebaut. Jetzt sind wir da auf B2 davon. Waren wir schon. Nur der Motor. Da bin ich mal gespannt, wenn wir den illegalen Motor am Ende einbauen, ob wir da schon automatisch auf Platz 1 liegen. So, das geht's nach Dubai. Eine Strecke, die reifenschonend ist, was uns eigentlich so nicht entgegenkommt. Obwohl, man könnte mit Medium dann komplett durchfahren. Ohne Stopp. Auch wenn das schon grenzwertig ist. Also, man muss dann viel schonen, dann mache ich lieber noch einen Stopp. Dann fahre ich lieber mit der weißen Variante oder mit der weichen und der mittleren Variante das Rennen. Bin ich zügiger unterwegs. Vor allem, dann kommt vielleicht auch ein Safety Car, dann hängt man wieso komplett da. Also mit Soft wird der Renntrim gemacht und mit den Super Soften vielleicht ein Quali-Trim noch irgendwie geschaffen. Ja, und Regen wird ja auch sehr unwahrscheinlich. So, da letztes Mal den Matteo gefahren ist, darf jetzt zwei miteinander rein, das, also danach nochmal halt. Sie ist 5-Sterne-Fahrerin mittlerweile. Dubai-Strecke C. Von 2020 ist das Setup noch. Ja, probieren wir das nochmal. Und die Softreifen. Beim Qualifying erwarte ich zumindest mal wieder Platz 7, 8. Mindestens, das ist Pflicht. Und im Rennen erwarte ich dann 5 und 6. Auch wenn wir eigentlich das zweitstärkste Team sein sollten. Also mal müssten wir Steinmann schon überholen, aber wie gesagt, der Motor ist noch eigentlich zu schwach, um wirklich Platz 2 zu sein. Also die anderen Sachen reichen. Ich glaube, wenn der Motor jetzt auch schon ein bisschen auf dem gleichen Niveau wäre, dann wären wir vielleicht sogar schon das so gesehen stärkste Team. Was wir vielleicht sogar schon längst sind, nur der Motor muss abgegradet werden. So schnell geht's manchmal, ne? Was heißt schnell? Mit Budate habe ich deutlich länger gebraucht. Ich glaube 12 Saisons? 13 Saisons? Länger. Ich glaube 16 fängt man an und 29 mit Titel geholt. 14 Saisons. Und bis 30 habe ich gewechselt. Wir sind jetzt bei 38. 36, 38. Auf jeden Fall sind wir deutlich schneller als im ersten. Beim ersten hatten wir, glaube ich, 421 Folgen. Hier sind wir bei 250 knapp, ein bisschen mehr als 250. Passt das schon. Müssen wir hoffen, dass wir die 10-15% Renntrim und so durchkriegen. Komm, wir können doch mal nachpushen. Auch wenn es hier in dem roten Bereich keine große Zeitenverbesserung normaler gibt, außer motormäßig. So, kommen wir die Linie. Können danach. Das war ein Tick zu früh für rein. Das durfte ihre Zeit nicht Ende fahren. Tut mir leid. Aber das Setup ist bei beiden nicht... Ah, toll, das habe ich komplett vergessen, die Box zu... Oh, okay. Geschwindigkeit kann man noch leicht anpassen. So, keine Ahnung, wie viele Runden ich gefahren bin. Das sind ziemlich wenig. Die Strecke ist auch relativ lang. Das heißt, es ist einer der längsten Rennen der Saison. So, Leistung können wir uns holen. Einmal beim Frontflügel. Ein bisschen beim Motor, Bremse ein bisschen. Bisschen Heckflügel. Bisschen nur.
Das ist zu viel. Zu wenig. Besser. Getriebe können wir komplett tun. Hab's die Getriebe jetzt doch nicht eingebaut. Verdammt! Jetzt Getriebe bei dem Matteo vergessen einzubauen. Jetzt hat's, Rainer ist das komplett neue und die Matteo wird immer noch mit allerersten. Okay, das sind fast 100 Punkte Unterschied zwischen den beiden. Stopp. Glück gehabt. Auf Bias anwenden. Okay, immerhin ein bisschen mehr Punkte, aber optimale Temperatur. Das ist schön, dass beide das haben mittlerweile, da die Matteo auch gute Ergebnisse reinfährt. Was können wir hier ändern? Du kriegst mehr Endgeschwindigkeit. Kann man mal so mal testen. Auf was mit den Reifen. Ich möchte den ersten Turn, wenn es geht, mit den Mediums fahren. Was eigentlich noch funktionieren sollte, ne? Also Mediums, den ersten Teil, den zweiten Teil mit... Stimmt, hier muss man richtig aufpassen. Hier werden manche wirklich mit einem Stopp durchfahren wollen. Mit null Stopp durchfahren wollen. Also die außerhalb starten mit Mediums, da müsste man schnell vorbeikommen. Wir kennen es noch, dass der Wind so einen nicht unbedingt so locker vorbeilassen möchte. Obwohl Wind eigentlich so stark ist, dass die eigentlich ins Q3 einziehen sollten. Zumindest einer von denen. Ja, wir fahren ja auch nicht in eine Runde, wenn die Leute vor uns rumgurken. Das ist eine Menge Rückstand im ersten Sektor. Kann sein, dass die Reifen hier zu hart sind für Q1. Aber wie gesagt, wir können uns nochmal danach den Soft-Reifen widmen. Jedenfalls sogar am Schluss noch die Super-Soft. Sekunden, das geht sogar noch. Dafür, dass wir die Mediums gefahren sind. Ich weiß gar nicht mehr, was ich glaube, ich verstand mit hier gemischte Strategie. Die Matteo auf den Soft, Reiners auf den Super Soft. Und dann können wir noch entscheiden, welche Reifen wir danach abziehen. Ja, das ist ein lockeres Durchfahren. Mit den Mediums. Weil Reiners nochmal auf Versuchen auf Nullstopp zu setzen, hat in Mailand nicht ganz so gut geklappt. Auch wenn es am Schluss, glaube ich, Fünfter wurde, Vierter wurde. Aber man muss die ganze Zeit Reifen schonen. Und das ist nicht so gut. Ich verstehe mich so nicht. Die Strecke dauert sehr, sehr lange. 1,33 und dann fahren wir gleich über 40 Runden. Irgendwie ist da das Verhältnis nicht richtig eingestellt auf dieser Strecke. Nabil schafft es. Show, was ist raus. Mal gucken, ob McDermott es doch noch schafft. Das sind nur 5 Punkte zwischen McDermott und Garcia oder zwischen Reinders und McDermott. Die drei sind auf jeden Fall eng beieinander. Oh, Siebter. Okay, Siebter sollten wir eigentlich im Qualifying schaffen. Und ich mache andersrum. Reiners fährt die Soft und ist schlechter geworden. Also willst du mehr Beschleunigung, kriegst du mehr Beschleunigung. Und sie fährt auf den Super Soft. Zeitlich sollte Reiners trotzdem vor dem Matteo landen, weil ja das Getriebe ja schon allein fast 100 Punkte mehr hat. Ist eigentlich alles ausgelegt auf Reiners nur, ne? Das komplette Team. Obwohl dem Matteo immer näher kommt. Also so kurzzeitig hat man, glaube ich, immer so ein bisschen einen gleichwertigen Wagen. Obwohl ich mir eigentlich ausgerechnet hatte, dass wir eigentlich diese Saison so ein bisschen mehr mit Steinmann kämpfen. Und mit Rossini. Was man eigentlich... Ja, wir machen es ab und zu mal, nicht immer. Und das ist eine Menge Rückstand. Mit den Softreifen. So, 1,34,4. 1,33,1. Wir sahen jetzt sogar langsamer als mit den Medium-Reifen.
Ein kleines Wunder, aber... Selbst die Panther sind schneller als wir. Ach, ich glaube, hier ist der Motor relativ wichtig auf der Strecke. Es gibt auch Strecken, da ist der Motor nicht so wichtig. Auf manchen Strecken ist er wichtig. Und ich glaube, das ist eine, wo der Motor wichtig ist. Deswegen sind wir nur auf Platz 4, so gesehen. Nee, rausfahren tut ihr nicht mehr. Ihr kommt gleich nochmal zwei Versuche haben von mir aus. Jetzt ist es zu spät. Ich war jetzt am überlegen, soll ich rein, dass den Matteo doch noch auf den Softreifen starten lassen? Aber nö. Erstmal. Oh! Bin ich mal gespannt. Die beiden Windsor fahren noch. Einer ist drin. Und der andere fährt als Blockade. Na ganz doll, Hidalgo mal wieder. Sanfretta, das war letztes Mal auch nicht sehr gut. Vom Platz 3 auf den letzten Platz zurückgefallen. Oh, zeitlich haben wir uns auf jeden Fall etwas gesteigert. Bin ich mal gespannt, ob dieses Supersoft nochmal ein Stückchen schneller können. Wäre sehr wichtig. Zwei Versuche gibt es hier, mehr nicht. Also in der 33 würde ich schon zumindest mal gerne gefahren haben. Mit rein das. Mit dem Matteo, das ist schon sehr weit weg. Nochmal eine halbe Sekunde. Ich weiß gar nicht, wo ich die finden soll. Vielleicht am Ende, wenn die Strecke hier richtig Bodenhaftung hat. Hat sie ja fast schon komplett, wenn wir die Runde starten. Der Panther fährt uns genau vor die Dings. Vorschnelle Runde. Soll weggehen. Der blockiert uns. Strafversetzung. Ich bin für eine Strafversetzung. Offensichtlich eine Blockade. Das möchte ich nicht. Und 34-0 und auch die Matteo wurde nochmal schneller. Doch die halbe Sekunde gefunden. Jetzt muss Panther sich schon ein bisschen ziehen. Um zumindest mal Zeit von Reinlass zu packen. Oh, das ist ein richtig eng da vorne. Ein Tausendstel, elf Tausendstel und dann, okay, dann kommt Faro. Oh, Feng hat es geschafft. Okay, bin mal gespannt. Ich hoffe, dass die Form von Reinlass nicht nach unten geht. Sondern so bleibt. Der verbliebene Dings fährt noch. Ja. Jetzt können wir raus, obwohl das einfach noch viel zu früh eigentlich ist. Oh, 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 jetzt wird's knappig. Immer so auf dem letzten Drücker ist manchmal vielleicht gar nicht so gut, da rauszufahren. Das könnte jetzt fast schon zu eng werden. Wow. Leute, das muss eigentlich schnell gehen jetzt von euch, weil Reiner sollte sicher sein, dass die eine Zeit fahren darf. Bei dem Matteo wird's eng, aber die Sven Achter. 38 sind rausgefahren. Wir haben 4 Sekunden Differenz, wo wir fahren können. Es wird eng. Wow, genau gemanagt. Hui, das war knapp. Ja, Reiner verbessert sich nicht. Das ist schade, aber die Matteo verbessert sich leicht. Reiner wäre wichtig. Platz 5 wäre mir sehr, sehr schön. Und rein das. Parkplatz 5. Ah, der Matteo konnte zumindest unter eine Sekunde fahren. Das ist eine Sekunde vor Zanfretta. Alter, was sind die anderen so langsam? Ah, jetzt hat man eine Sekunde aufgeholt, ne, in dem kompletten Qualifying. Auf die Zeiten, die wir am Anfang gesetzt haben. Ist schon viel. Oh, ein richtig gemischtes Feld mal vorne. Lange Zeit, dass mal Rosini oder Steinmann nicht eine einzelne Reihe haben.